Was kann man hier studieren? Bei uns könnt ihr Lehrerinnen und Lehrer für das Schulfach Musik werden. Die Schulmusik bietet eine abwechslungsreiche Berufsperspektive mit großem Gestaltungsspielraum, sehr guten Einstellungschancen und verlässlichen Arbeitsbedingungen. Musiklehramt ist eine super Rahmenbedingung, um ein ganz lebendiges Leben, das gesichert ist, zu verbinden mit der Musik, die man liebt. Unser Studienangebot umfasst alle Schulstufen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Studiengängen findet ihr hier. Das Studium schließt mit dem ersten Staatsexamen ab und gibt euch die Möglichkeit, den Vorbereitungsdienst an einer Schule anzutreten, das heißt nach eurem Referendariat das zweite Staatsexamen abzulegen oder euch im Rahmen einer Promotion in den Fächern Musikwissenschaft oder Musikpädagogik weiter zu qualifizieren. Die Musikpädagogik hat immer wieder mit drei Hauptfragen zu tun. Was sollen denn die Schülerinnen und Schüler im Musikunterricht lernen? Das ist gar nicht so selbstverständlich zu beantworten. Zum Beispiel ist die Frage, sollen die Schülerinnen und Schüler Noten lernen oder sollen sie das eher in der Musikschule und privat tun? Warum sollen Kinder und Jugendliche überhaupt Musik lernen in der allgemeinbildenden Schule? Und dann kommt dann natürlich noch die Frage, wie mache ich das im Unterricht in der Schule? Wie funktioniert das Lernen? Wie kann ich so unterrichten, dass die Schülerinnen und Schüler Freude und Spaß an Musik haben? Ich werde sehr häufig zum Phänomen des Ohrwurms befragt. Dazu gab es mal ein Forschungsseminar vor sehr langer Zeit mit einer Publikation, die recht viel Wirbel ausgelöst hat. Und tatsächlich hat die Ohrwurmforschung in der Musikpsychologie danach auch so einen kleinen Boom erlebt. Und nach wie vor bin ich natürlich sehr interessiert an diesem Phänomen. Da gibt es immer noch offene Fragen. Warum ausgerechnet IFM Kassel? Weil wir hier eine super Atmosphäre haben und mega gut ausgestattet sind. Also ich habe natürlich geschaut, wo kann ich überall schön Musik studieren, wo gibt es die Möglichkeiten in der Nähe, aber wo kann ich auch ein bisschen weiter wegkommen. Ich komme aus dem Westen, dementsprechend habe ich mir dort die Hochschulen angeschaut und dann bin ich auf Kassel gestoßen und war gar nicht vertraut irgendwie mit Kassel. Bin aber einfach mal zum Vorbereitungswochenende, habe mich angemeldet und für mich war eigentlich danach schon klar, nach Kassel möchte ich, einfach weil mir die Atmosphäre gefallen hat, die Leute und das Angebot. Also ich finde besonders toll, dass das Institut für Musik an der Uni Kassel so ein überschaubarer Laden ist. Es ist alles sehr familiär. Gleichzeitig sind wir aber dadurch, dass wir in diesem riesigen Schiff Uni Kassel mitschwimmen, sehr, sehr gut ausgestattet und haben dadurch mit Tonstudio, Bandraum. Hier dieser Konzertsaal wird gerade aufwendig umgebaut. Sehr viele Möglichkeiten, die ein so kleines Institut normalerweise niemals hätte. Zugegeben, Kassel ist nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gerade meisterhaft wieder aufgebaut worden, aber fast die Hälfte des Kasseler Stadtgebiets sind Grünflächen. Damit ist Kassel pro Kopf die zweitgrünste Stadt Deutschlands und das bei relativ akzeptablen Mietpreisen. Lehramt Musik. Passt das zu mir? Das ist ein weißes Blatt. Jemand hat mal gesagt, um Musiklehrer zu werden, muss man zwei Fragen mit Ja beantworten können, nämlich lieben Sie Musik und lieben Sie Kinder? Man kann jederzeit bei uns vorbeikommen, Leute einfach ansprechen, sich die Sachen angucken, auf Konzerte kommen. Also es gibt bei uns immer das Semesterabschlusskonzert, das ist eine super Möglichkeit, um einfach schon mal Studierende kennenzulernen. Dann führen die einen bestimmt auch mal rum oder erzählen einfach vom Studium. Also da keine Scheu zeigen, einfach vorbeikommen. Und dann kommt noch ein drittes dazu. Als Musiker muss man fleißig sein, man muss schon eine Bereitschaft haben zu üben und das in unserem Fall eben auch schon vor Beginn des Studiums, um bei der Eignungsprüfung reibungslos durchzukommen. Welche Voraussetzungen zur Zulassung gibt es? Sie machen bei uns eine Eignungsprüfung.
damit sie schon mit einem gewissen Grundstock an Wissen und Kenntnissen bei uns anfangen und nicht alles zu Beginn des Studiums neu erlernen müssen. Zum Beispiel eine Kenntnis der allgemeinen Musiklehre, also Notenschrift, Tonarten und so ganz basale Tonsatzregeln und vor allem die Auseinandersetzung mit dem eigenen musikalischen Gehör, dass sie schon mal Musikstücke, die sie gut fanden, nachspielen, nachsingen, vielleicht was davon notieren, also so eine Annäherung an das eigene musikalische Gehör. Ich habe meine zweimal gemacht. Beim ersten Mal bin ich durchgerasselt wegen ein paar Sachen und beim zweiten Mal bin ich dann erst zum Vorbereitungswochenende, was mir nochmal richtig gut geholfen hat, um einfach Sicherheit auch zu bekommen. Mein Tipp ist rechtzeitig informieren, damit man genug Zeit hat, mögliche Lücken noch aufzufüllen, vor Leuten spielen, einfach damit man ein bisschen Training kriegt. Ansonsten einfach hingehen, probieren, mehr als durchfallen kann man ja nicht. Ein ganz toller Schritt könnte es sein, teilzunehmen an dem Programm Musikmentoren für Hessen. Das ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe für eine einjährige Fortbildung an 5 Wochenenden, wo ganz intensiv breite musikalische Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden. Dieses Musikmentorenprogramm ist eine ideale Vorbereitung auf die Eignungsprüfung und findet an der Landesmusikakademie in Schlitz statt. Bei allen weiteren Fragen hilft unser freundliches und kompetentes Sekretariat gerne weiter. Worum geht es in den Veranstaltungen? Mein Bereich ist die historische Musikwissenschaft, also grob gesprochen alles, was sich in der Zeit verändert, in der Musik, aber auch darüber hinaus. Die Gegenstände reichen von frühneuzeitlicher Musik bis zur Musik der Gegenwart. Das ist auch einer meiner Schwerpunkte. Komposition, das ist nichts, was von toten weißen Männern überliefert ist, sondern das sind Leute wie Sie, zum Teil auch genauso alt wie Sie, die etwas mit sehr viel Feuer und mit sehr viel Herzblut machen. Und das möchte ich Ihnen auch vermitteln. Ich versuche schon, alles in der Breite abzudecken, was möglich ist, weil ich natürlich auch weiß, die Studierenden kommen nicht in erster Linie der historischen Musikwissenschaft wegen nach Kassel. Und ich sehe dann meine Aufgabe da drin, den Horizont zu erweitern und möglichst viel Verschiedenes unterzubringen, auch in verschiedenen Kontexten. Ja, ich bin Dozent für künstlerisches Klavierspiel und schulpraktisches Klavierspiel, wie man es nachher in der Schule braucht. Zum Literaturspiel lässt sich sagen, dass wir da als Pianisten eine riesige Auswahl haben. Jazz, Improvisation, moderne Musik, experimentelle Musik, barocke, polyphone oder was auch immer. Und es macht riesigen Spaß, da reinzukriechen und die Schüler zu gewinnen für diese Schönheiten in der Musik, die es gibt. Denn letzten Endes müssen sie ja begeistert sein und dafür brennen, um andere anzünden zu können. Im Studium hat man die Möglichkeit, sowohl das Instrument oder mehrere Instrumente zu lernen, als auch Gesang. Man lernt Chorleitung, man lernt Orchesterleitung und Ensembleleitung. Man spielt selbst in ganz vielen verschiedenen Ensembles. Für mich ist es ja die Urzelle des Bandspiels. Einzählen können, Intonationen miteinander musizieren können, Schlüsse, Redundanto, Tempo empfinden, harmonisches empfinden. Und Popmusik wird ohne Noten musiziert und dieses Verständnis dafür vermitteln. Also ich stelle mir ja immer die Frage, was muss ich unterrichten, was in 30 Jahren relevant ist im Popbereich? Das ist meine grundsätzliche Frage. Und das versuche ich zu beantworten. Ja, ich biete Veranstaltungen im Bereich der systematischen Musikwissenschaft an. Mit meinen Arbeitsschwerpunkten heißt das Popularmusikforschung oder Musikpsychologie. Meistens sind es Veranstaltungen mit immer wieder wechselnden Themen. Zuletzt war zum Beispiel der Schrei in der Musik, Spieltechniken auf der E-Gitarre, die Theorie der Blue Note oder ein Seminar zu den Beatles. Das sind Dinge, die bei mir thematisiert werden. Gleichzeitig
bin ich aber auch so ein bisschen so ein Joker hier im Institut und zettel gerne Kooperationen an. Eine fortlaufende mit der Kunsthochschule zum Beispiel sieht so aus, dass Teilnehmende Filmmusiken schreiben für Experimental-Kurzfilme der Kunsthochschulstudierenden. Dann gibt es immer wieder auch Bands, die so ein bisschen über den Uni-Rand hinaus bekannt werden. Wir hatten 2019 die Boomhorns Brass Band, die hat dann zusammen mit Moog Mama im Kulturzelt gespielt, nachdem die uns ihre Musik persönlich vermittelt haben. Und wir hatten ein volles Haus. Was sollte ich im Studium entwickeln? Neugierde. Sie sollen neugierig sein und sie sollen neugierig werden. Zuhören können, Offenheit, Neugierde. Also was ich schön finde, dass die Leute von hier mitnehmen, ist eine Offenheit und eine Neugierde für Musik ganz verschiedener Arten und Stile. Also eigentlich finde ich es fast das Wichtigste, dass Studierende, wenn sie von mir weggehen, die Freude am Singen haben, dass sie Lust haben, sich auszudrücken und dass sie auch ein bisschen Selbstbewusstsein gewinnen und Selbstvertrauen und dass sie ihre Stimme mögen. Ich finde, du bist großartig. Ich finde dich super. Und wie sind meine Berufsperspektiven? Lehrkräfte für Musik werden bundesweit gesucht. Ihr könnt daher absolut sicher sein, nach erfolgreichem Studium einen Platz an einer Schule zu bekommen. Besonders hoch ist der Bedarf zurzeit in der Grundschule. Ich wache morgens auf und dann frage ich mich, wird dieser Tag mein Freund oder wird er es nicht? Bei der Schule abgesetzt, in den Zug, was ist jetzt? Hoppla oder AVZ, komm, hab völlig abgehetzt, was jetzt? Vorbereitet eher nicht, damit ist das Ganze eher sinnlos, wenn du ehrlich bist. Danach in die Mensa, zweimal Pommes ist die Beilage. Letzte Vorlesung, so lame, dass ich wieder einschlafe. Ich wache morgens auf und dann frage ich mich, wird dieser Tag mein Freund oder wird er es nicht? Ich wache morgens auf und dann frage ich mich, wird dieser Tag mein Freund oder wird er es nicht?